Und hallo liebe MOBA-Fans und willkommen zurück zum Let's Play Mobile Legends. Mit dabei ist der Gameplayer. Hallo. Der Glitch-LP ist leider nicht mit dabei, weil er ein ziemlich großes technisches Problem hat. Ja. Ich hoffe, dass er bald wieder mit dabei sein kann. Müssen wir mal gucken. Wir werden es ja sehen. So, habe jetzt gerade hier die tägliche Belohnung und alles eingesammelt, die Gratiskiste. Und dann lade ich, hier ist der Mayhem-Modus, den Gameplayer mal zum Mayhem-Modus ein. Der ist Level 9 geworden, sehr gut. Ja, ich hatte extra noch dran gearbeitet. Ja, dann mögen die Spiele beginnen. Mit einem Matchmaking. Ich habe den Modus selbst noch nie gespielt. Bin gespannt, wie der ist. Der hat auf jeden Fall einen richtig guten Soundtrack. Und da hat es auch ein Match gefunden. Sehr gut, wir sind sogar drei Deutsche. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Achso, das ist kein Deutscher. Ich habe gerade die falsche Flagge irgendwie erkannt. Na, du bist noch ein dritter Deutscher. Der allerdings AFK ist. Mist, Karl. Ja, der hat sich so gedacht, noch zwei andere Deutsche. Nicht schon wieder. Die wollen bestimmt im Chat mit mir schreiben. Ah, Moment mal, jetzt hat er angenommen, aber die andere Droller da drüben nicht. Oh, Mann. So, noch einmal dasselbe Spiel. Jetzt wollen die Gegner irgendwie nicht mehr. Sind alle beleidigt. So, die nehmen jetzt ja alle Stück für Stück an. Hoffe ich. Und wir warten, und wir warten, und wir warten noch. Kennst du dieses Lied aus SpongeBob? Oh, nee, leider nicht. Ah, sehr gut. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Oh, Mensch, sorry Leute, es ist wieder mein scheiß Autoding hier angegangen, warum auch immer. So, ich werde zum unteren Pfad gehen. So, Leute. Ja, dann geht's ja gleich los. Falls ihr euch wundert, warum ich schon wieder die Statusleiste runtergezogen habe, es war schon wieder dunkel auf meinem Bildschirm geworden. Warum auch immer. Es hat sich auf einmal dieses Auto-Dingens da angestellt. Naja. So, wir sind auf jeden Fall drei Deutsche. So, Leute, die Spiele mögen in wenigen Augenblicken beginnen. Auf der anderen Seite ist mein böser Bruder. So, die Gegner sind ich bin der Letzte, der geladen ist. Oh nee, das ist schlechtes Omen, ey. So, ich bin jetzt wieder auf meiner. Wo willst du hin? Hier entlang. Weil ich brauche dringend deine Hilfe. Boah, teilt euch die Wege auf. Boah, wenn ich das schon sehe, was für Noobs, ey. Mann. Wir müssen hier weg. Oh, oh Kacke. Oh.
Zumindest haben wir den erledigt. Ja. Mann, dieser Scheißdrecksack, ey. Ist ja auch einfach wieder Sinn, die Türme zu zerstören. Ja, ich hoffe, der eine ist mir auf. Warte mal bitte an einem der Türme auf mich. Ja, ich bin hier unten. Meine Fresse, ja. Weil das Team aus Noobs besteht, wird man gekillt. Wir jagen auf jeden Fall keine Gegner mehr. Wir jagen die nur so ein Stück weit, aber wir jagen die nicht immer, ey. Gut. Und jetzt haut der Mist gerade ab, Feigling. Naja, ich bin zweit. Obwohl, man muss schon sagen, er ist eigentlich ein schneller Kämpfer. Jetzt wäre es nice, wenn er eigentlich von der Waffe ist. Dem nähern wir uns lieber noch vorsichtig. So, jetzt du gehst voran. Du musst vorangehen. Mann, du musst vorangehen. Nein. Ja, ich weiß. Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder gestorben. Meine Fresse, ey. Ein Grund ist unser Garten da anvisiert. Ja, scheiße, ey. Das ist gerade nicht drin. Aber jetzt. Mann, dieser scheiß Kartenmagier, genau. Nee, oder? Ein Teammitglied hat das Spiel verlassen. Meine Güte, er will mal wieder den Fußballmodus heute zur WM-Eröffnung zeigen und dann passt es mal wieder nicht. Aber naja, genießt den mega geilen Soundtrack, Leute. Genießt ihn. So, ich wieder mit meinen Flächenzaubern hier. Den lassen wir jetzt einfach in Ruhe und da oben chillen. Der interessiert jetzt nicht, der Gegner da. Was es interessiert, ist der Turm hier. Jetzt nicht mehr. Diese Troller. Stell dich mal vor mich. Ah, Vorsicht! Wir verschwinden. Rückzug. Würde sagen, bis zur Base, oder? Nein! Ja, und jetzt werden die zu dritt diesen. Ja, du hättest mit mir fliehen müssen, ey. Ich hätte dich hier am Turm gebraucht. Ich hab versucht zu fliehen, aber die haben mich alle gleichzeitig angegriffen. Langsam gemacht, irgendwie. Ich konnte mich fast gar nicht mehr bewegen. Ich laufe jetzt definitiv zum unteren Turm. Der wird heute noch nicht fallen. Wieso bin ich jetzt gestorben, Mann? Scheiß Wichser, ey. Kratzt mich an hier. Tja, dann würde ich mal sagen. Oh, wir können das Aufgeben noch nicht einleiten. Mit den Noobs schaffen wir das nicht, ey. Oder werden die Runden immer schlechter? Tja, gute Frage. Nicht weiter vorlaufen. Mann! Das kotzt an, ey! Was hat die für eine Lebensregeneration? Coole Frage, ich bin hier. Ich bin hier nur von Noobs umgeben, ey. Außer jetzt von dir abgesehen, du spielst da gut, eigentlich relativ gut, aber trotzdem. Hm.
kotzt einfach an. Man kann ja fast schon machen, was man will, ey. Klappt einfach nicht hier. Dabei spielen wir blau. Irgendwie hatte ich das Gefühl, man verliert immer nur mit Rot. So, ich habe jetzt mal das Aufgeben eingeleitet. Weil das wird hier nichts mehr. So eine Scheiße, ja, ey. Weg damit hier. Na, durch die Noobs habe ich natürlich noch eine Bronzewertung, obwohl ich eine goldene oder MVP sogar verdient hätte. Aber naja. Aber der Deutsche ist natürlich offline gegangen, der Arsch. Tja, dann würde ich sagen, dass wir jetzt wohl. Ja, gut. Jetzt noch ein paar spielen ist die jetzt noch eine Runde spielen ist auch wieder eine Sache. Okay, Leute, ich würde sagen, ich cutte jetzt erstmal kurz. Entweder teile ich den Part in zwei Teile. In dem Falle bis dann und ciao. Entweder mache ich jetzt einen weiteren Part. In dem Falle bis dann und ciao. Oder ich mache halt ein Video, was ich dann aus dem und dem anderen zusammenschneide. Also entweder bis gleich oder bis dann und ciao. Möchtest du nicht noch was sagen? Warte, was? Ja, ciao! Und hallo liebe Mobile Legends Freunde, es geht tatsächlich weiter. Und wenn es jetzt nicht weitergegangen ist, dann erstmal hallo. Aber ich denke mal, es geht jetzt weiter, denn ja, ich werde dieses Video einfach dem ersten Teil des Videos hinzufügen. Mit dabei ist wieder der Gameplayer. Hallo. Und ich habe mir eben zu einer Runde Mayhem eingeladen. Oh, hoffen wir, dass wir diesmal keine Noobs hier drin haben, ey. Ich werde dieses Mal einen neuen Charakter ausprobieren. Ich habe schon eine ganze Menge und ich habe bisher immer nur zwei gespielt. Okay, wäre ganz gut, wenn mal wieder was Neues dazu kommt. So, dann wollen wir mal. Ja, die sind gleich alle gekommen. Guck mal gerade. Ich könnte den halt einmal früh zu früh spielen. Oder nachprobier mal den Minotaurus, den habe ich ja auch gekauft. Ah, ich hoffe, der untere kann Franco gut spielen. Ja, Leute, genießt diesen Part als Special Part. Zur Fußball-Weltmeisterschaft, zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Denn immerhin erlebt ihr hier zwei Kämpfe in einem Part und das ist schon etwas außergewöhnlich. Ich muss sagen, ich persönlich wusste gar nicht, dass die Fußball-Weltmeisterschaft jetzt anfängt. Ja, heute ist das Eröffnungsspiel. Weil ich bin allgemein nicht so ein großer Fußballfan. Ich habe mich dann eher so auf etwas wie Batman geeinigt. Aha, okay. Und ich habe mich auf Mobile Legends geeinigt. Okay. Also mit anderen Worten, ich bin definitiv nicht sportlich oder so. Ja, ich auch nicht so wirklich. Aber ich habe heute auch einen Grund zu feiern. Nämlich werde ich in die 8. Klasse versetzt. Okay, sehr gut. Sehr gut und Glückwunsch. Aber wir haben hier auch schon so eine ganz große Anzahl an verschiedenen Helden. Ja, also mein Grund. Also mein Grund zu feiern ist, dass ich im Drehbuch von Tubania Chronicles jetzt bei Folge 11 angelangt bin und diese zu Ende geschrieben habe heute. Ja. Wer lädt denn dich? Nee, alle sind auf 100%, aber wieso geht's bei mir hier nicht weiter?
Gute Frage, geht bestimmt gleich los. Ach so, Tja. die eine, diese Carrie ist noch nicht. Ja. Aber jetzt. So, bei Da kommt Cyclops natürlich kann ich jemand. euch immer empfehlen, zuerst die AOE-Fähigkeit pushen zweimal und dann hier, so. Und dann passt das am besten. Okay. Weil der macht halt gut Flächenschaden. Oh nee, die haben diesen scheiß Asiaten-Chinesen da, der hier, wo die Base immer automatisch was von oben abfeuert. Ich hasse das wie die Pest. Wie viel Leben das abgezockt hat, ey. Ja, wir müssen hinter unseren eigenen Minions bleiben. Ganz vergessen. Hier, du musst mich decken. Versuch dich zu decken. Oh nee, es geht schon wieder los hier. Oh nein, die geht rein, die geht rein. Aber das AOE ist aber ganz schön groß. Ja, die maskierte da ist irgendwie noch schlimmer aus irgendwelchen Gründen. Ah, die habe ich auch. Diese Hexe. Na, endlich hat er die mal umgebracht hier. Och, na, dich. Die Charakter ist Oh. eigentlich ganz nice. Die machen schon die Turm so unkaputt. Ah, jetzt bist du wieder gestorben. Naja. So, mein AOE ist auf Stufe 3. Für alle, die nicht wissen, was AOEs sind, Flächenzauber. Weg Oh, hier. verdammt. Ist das automatisch, dass ich hier schrumpfe und wachse? Sobald es soweit ist, dann ja. Los! Wissen? Ich sehe sie nicht mehr. Hat sie einen Glückstag angetreten, oder? Tja, da kommt sie. Nein, sie ist einfach nur ein richtig schlechter Spieler und haut die ganze Zeit ab. Ach du Kacke, was ist das für ein unfairer Move? Achtung! Hier ist noch ein Gegner. Und das ist der, der die ganze Zeit diese Pfeile verursacht, Mann. Aber lassen wir ihn entkommen. Ist nicht wichtig. Ich versuche meine Zauberkraft so hoch wie möglich jetzt zu pushen. Könnte vielleicht der erste Sieg im Fußballbundes werden, ey. Ha. Sehr schön. Scheiße, ja. Die hat mich hier mit Magie fest. Ja, Magie ist schon was Nices. Apropos. Alter, er kriegt sie, er kriegt sie. Oh nein, er ist ein bisschen umgerannt. Oh, die haben die Middle Lane fast aufgeräumt. Das ist scheiße, ey. Das heißt, wir werden jetzt am besten ein bisschen verteidigen. Ich habe das Gefühl, dieser Riesenmodus macht gar nichts. So, jetzt muss ich mal auf Planetenangriff gehen, auch wenn das eher ein Einzelangriff ist oder Berstschaden. Wir haben die untere Lane geschwächt. Ey, da unten ist was los! Ra! Oh ne, das sind zwei, da gehe ich nicht hin. Sieht aus, als. Nee, ich gehe da jetzt nicht hin. Ich bin da allein. Ich hab sie gekriegt. Sorry. Alter, wie lang. Ey, oh, was macht die denn jetzt schon wieder da? Oh, ich hasse das, dass die so einen großen Wirkungsbereich hat.
So, jetzt ist Schluss mit diesen Schosen. Oh! Ah! Scheiße, ja! Ich mach zwar gut Schaden, aber das nützt nichts, wenn wir nur Noobs hier im Team haben. Aber schön, dass es wenigstens im Angriff vorangeht. Aber wir sind stark in der Verteidigung geschwächt. Oh, es teilt euch die Wege auf. Oh nee, oh nee, oh nee. Ah, respawn. Los, los, los. Ach, das ist ein anderer. Was zur Hölle geht hier vor mir? Warum ist auf einmal wieder der Titelbildschirm da? Oh nee. Ey, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Ja! Oli, 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 Deutschland, Deutschland. Oli, 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 Deutschland, Deutschland. Okay, gut, das werdet ihr doch nur alle hören. Und die geile Siegesmucke im Hintergrund. Sehr gut, endlich mal den Fußballmodus gewonnen. Mit einer silbernen Wertung. Ich dachte, wir hätten Noobs gespielt, aber haben wir nicht. Wir haben anscheinend mit richtig guten Spielen gespielt. Zum Teil jedenfalls. Yeah. Boom, Motherfucker. Endlich mal gewonnen hier. Aber wir haben 5 Kills gemacht und die Gegner haben 12 Kills gemacht. Und deren MVP ist deutlich besser als du. Du bist nämlich unser MVP. Ich bin noch... Oh, das ist schön, aber ich kann es selbst gerade nicht sehen. Ich ja. Ich weiß auch nicht, warum. Ich wurde ja, wie gesagt, aus dieser Runde irgendwie rausgebackt. Okay, naja. Sei froh, dass du trotzdem eine Belohnung erhalten hast. Und sogar MVP. Mit wie viel eigentlich? Mit 5,5 Punkten. Und der gegnerische PvP hat 8,4 Punkte. Ah, der ihr Bogenschütze Wack, also Yan Shain Shin oder wie der heißt, ist inaktiv geworden. Also AFK gegangen. Yes, das ist geil, Leute. Bei mir ja. Steht nicht irgendwie was von AFK gegangen, oder? Nee, du hast der MVP erhalten. Du hättest MVP nicht erhalten, wenn du AFK, wenn es richtig AFK gegangen wäre. So, Leute, an dieser Stelle endet für euch der Part. Wenn euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt unbedingt etwas in die Kommentare. Unbedingt. Und was ihr von der WM haltet und was denkt ihr, wer gewinnt die WM? Und vergesst nicht, Leute, sind die Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis dann und ciao. Tschüss.